Wir sind jetzt auf dem Main, wir müssen tryharden. Das Matchup gegen Asium ist wie folgt. Er hat Heal mit, das ist gut für uns. Hätte er Barrier mitgenommen, wäre räudiger. Denn wir können ihn einfach igniten und dann heilt er sich nur noch um 40 oder sowas. Ja. Asium Early Game ist dennoch sehr, sehr eklig. Es kann sein, dass er uns nach Hause schickt, also so mit Level 3, 4 nach Hause schickt oder vielleicht sogar früher, hoffentlich nicht. Ist möglich, je nachdem, wie gut er mit Asium ist. Und dann schauen wir mal. Na, wir wollen natürlich jetzt gewinnen. Wir wollen mal gucken, vielleicht können wir nämlich diese Morgenstreams jetzt ein bisschen nutzen, um mal ein bisschen Elo zu machen. Das wäre definitiv nicht verkehrt. Was wir auf jeden Fall lernen müssen und ist mehr CS. Besser CS. Natürlich, alle CS kann man nicht kriegen, weil manche muss man einfach droppen. Aber grundsätzlich sollte ich gucken, dass ich die CS, die ich kriegen kann, auch nehme. Das sollte... Ich sollte zur CS-Maschine werden, Leute. Ich werde mich auch demnächst umbenennen in CS-Maschinen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Er ist leider sehr hart am Tower. Bedeutet, wenn ich da jetzt... Er wird jetzt Level 2. Ja, wäre ich vor ihm Level 2 geworden, dann hätte ich ihn nicht all-in können. Weil er zu nah am Tower ist. CS Machine. Das ist ganz gut. Jetzt nehmen wir die so ein bisschen mit. Rüber. So, das heißt, wir haben nämlich dann so ein bisschen jetzt die Möglichkeit, ihn rein theoretisch zu fighten. Vor allem, wenn er sowas macht. Jetzt hat er seinen Soldaten auf Cooldown. Und jetzt können wir einfach auf ihn draufspringen und kann nichts machen. Seht ihr das? Also, wenig. Sagen wir wenig. Sagen wir wenig. Wenn er jetzt flasht, dann ist er tot. Oh, hätte ich nicht mal für flashen müssen. Aber, ja, ich bereue es nicht, dass ich geflasht habe, muss ich sagen. Denn, es hätte auch anders ausgehen können. Es hätte sein können, dass er noch healt, dass er dann wegflasht. Und dann wäre ich nämlich nicht mehr hinterhergekommen. Deswegen ist das in Ordnung. Ich habe alle CS bekommen, Leute. Alle bisher. Oder habe ich einen verpasst? Oder kommt das hin? 6, 12, 18? Ich glaube, einen kann sein, dass ich verpasst habe. Es müssen, glaube ich, 19 sein mit Kanone. Jetzt habe ich auch. Die meisten haben, ne? Viele CS. Das Ziel ist viele. Ein paar verlierst du hier und da. Komm schon. Und jetzt sehen wir, haben wir auch einfach gutes Gold. Ne? Hätte ich jetzt nicht so viele CS mitgenommen, dann hätte ich jetzt auch dieses Item nicht. Gut. Schön. Pike ist hier oben. Der macht da Stress. Ist der Map halt so low oder was? Ja, ist er. Ja. Mikro war kurz raus. Ja, irgendwie ist das, ich weiß nicht warum, aber das passiert aktuell. Ich weiß nicht, irgendwas ist da wieder, irgendwas ist ja kaputt an dem Ding. Die haben es nicht ordentlich repariert anscheinend. So, er freest hier oder was? Er hat aber, glaube ich, immer noch Heal. Das hat er nicht benutzt, ne? Hat er nicht. Wir pushen jetzt nicht die W da rein. Könnten wir machen, aber wenn ich die W da reinmache, erstmal hat er es so schwieriger zu lasten, ne? Denn, ja, mit so 20 Magiern im Nacken ist gar nicht so einfach manchmal. Wobei Asia relativ gut CSen kann. Aber so haben wir auch dann, so sind wir nicht so gankanfällig und haben mehr Möglichkeiten, ihn gleich zu engagen. Das ist also eine Win-Win-Win-Situation. Ein bisschen können wir jetzt mal so eine W durchmachen. Wir können ja auch eigentlich anspringen. Es geht. Ja, ihr seht, der Damage ist gut. Beim nächsten Engage stirbt er dann auch. Wahrscheinlich. Vielleicht. Potenziell. Mist, ich darf nicht zu auffällig da dran, sonst außerdem verliere ich gerade ein bisschen HP. Ich habe meine E, das sollte kein Stress sein. In diesem Szenario kann ich hier für dieses Play gehen. Kappa. Ja, wir sollen uns natürlich nicht überschätzen. Denn ihr seht, Schaden macht der Mann. Schaden is doing. Problem ist jetzt, das Ding ist, ich werde vor ihm Level 6. Wenn ich das ausspielen kann und mich bis dato noch ein bisschen hochheile mit meiner Q, aber das sieht halt so begrenzt aus, dann könnte ich ihn töten. Aber wer weiß das schon, ob das klappt oder nicht. Das sind jetzt zum Beispiel CS, die sind zu gefährlich zu nehmen. So, das sind, das ist okay, dass man diese droppt. Aber man sollte halt die man kriegen kann, nehmen. Ja, ich glaube, ich sollte shoppen gehen. Das ist wirklich dumm. Ich sollte einfach nicht... Ich meine, okay, man kann hier für den Bait... Na gut, aber dadurch gibt er mir jetzt ein bisschen Zeit. Ein kleines Fenster hier. Und dadurch kann ich hier nochmal eine W durchjagen. Ich meine, er ist auch fast tot. Ich bin jetzt gleich Level 6. Nach der Kanone werde ich Level 6. Nice.
War sehr gefährlich. Eigentlich wär ich nicht dafür gegangen. Also ich wollte ja gerade abbrechen. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Aber es hat sich ausgezahlt. It paid out. Geht der hierfür? Nee, kann er gar nicht. Gitarren Jungle, auch klar, nicht so gut. Also es funktioniert, aber nur sehr, sehr, sehr begrenzt. Also ich würde es nicht empfehlen. So, jetzt kaufen wir uns noch ein Control Ward. Dann läuft das auch. So mehr oder weniger. Problem ist, dass Malphite hier Probleme hat gegen Pike. Tötest du ihn bitte noch? Danke. Ich habe auch gerade 500 Gramm Haferflocken gegessen. Rippbauch, ja. Definitiv Rippbauch, kann man so sagen. Rippbauch. So, hier haben wir eine schöne dicke W durch. Geiler Geldsauger, kann man da sagen. Geiler, geiler Geldsauger. Zack. Ja, so unten 001 hält sich also noch im Rahmen. Im Rayman hält sich das. Könnten natürlich gleich mal gucken, ob wir Botlane ganken. Die Möglichkeit besteht. Möglichkeit besteht. Alter, wir könnten auch für Pike Toplane gehen. Malphite hat Ult, dadurch müsste der relativ einfach zu töten sein. Wir warden mal hier gleichzeitig. Ist die Frage, ob er noch weiter back geht oder nicht. Hier ist no chance. Dafür hat er ihn aber zweimal gerade gekillt. Das ist natürlich Unglück. Nice. Ach, so schade. Ich meine, ich habe noch die XP vom Red Buff bekommen. Aber das war schade. Das war wirklich, wirklich, wirklich schade. Danke an Luklax für den Sub. Vielen, vielen Dank dir. Herzlich willkommen. Ich darf Sie begrüßen. Dankeschön. Die Frage, ja, die Frage ist... Ich habe gerade als Vlad einen Jace Midlane komplett auseinandergenommen, aber die Gegner hatten einfach je Taric da top. Dadurch wurde es einfach autolos. Ja, das ist echt ekelhaft. Das ist wirklich, wirklich ekelhaft. Das ist nicht schön. Ja, an sich war das Play okay. Aber wir haben natürlich jetzt Asi ein bisschen Gold gegeben wieder. Was wir eigentlich nicht machen wollen. Aber ich glaube, der Asi ist nicht so gut jetzt. Er hat noch keine großartigen Shuffles oder Dashes gemacht. Also Shuffles jetzt nicht, aber Dashes halt irgendwie. Was krasses. Ich könnte für den Botlane-Roam gehen, habe keine Ulti gerade. Was ist hier los? Grazie! Ja, schön, ne? Dann sollen wir den Jungler auch einfach mal komplett abgefickt into Botlane-Gank. Jungler abficken into Botlane-Gank. Was will man mehr eigentlich? Ne, was ich jetzt gerade gemacht habe, auch ganz, ganz wichtig. Also, was heißt ganz, ganz wichtig, ne? Aber die W... Das ist nur so ein kleiner Hinweis. Sagen wir es mal so, wir wollen nicht übertreiben. Aber die W trifft natürlich... Also die W hätte nicht getroffen, wenn ich gewartet hätte. Aber wenn du in dem Moment ranspringst, dann fliegt die W genau in dem... Also der Winkel ist halt besser und dadurch trifft die W. Sagen wir es einfach so, wie es ist. Ne? Sagen wir es so, wie es ist. Care for it. Care for it. Das ist natürlich jetzt... Ich meine, die haben ja so gekillt. Der hat keine Ult. No Ult. Obwohl, der hat geholt, glaube ich. Jetzt habe ich ihn gebetet, dass er keine Ult hat. Der hat, glaube ich, Ult. Never mind. Lucky. Ich meine, er hat ja nicht geflasht, er hat nur geät. Das ist okay. So, wir müssen uns... Wir müssen jetzt... ich würde gerne für Toplane gehen. Weil sonst stirbt Malphite gleich. Der hat mit Sicherheit Ult, der Pike. Wir verlieren jetzt ein paar CS und auch hier ist wieder... Na, jetzt verliere ich CS, aber ich denke, das ist wirklich worth in diesem Szenario Minions zu verlieren. Komm, Ulti. Nice. Naja, das ist absolut in Ordnung, glaube ich. Vor allem können wir jetzt noch ein bisschen Tower Damage reinbringen und wir haben gleichzeitig einen Inferno Drake bekommen. Das ist eine Worth-Situation. Können wir den Tower machen? Ich weiß nicht, ob wir Teleport. Pike, TP, Fragezeichen. Ezreal, wer ist der Sub-Item? Ja, Zoe mit 5-1 hier am Start, Leute. Geil, guckt euch das an, ey. Das, ja, wenn wir uns mal ein bisschen konzentrieren hier. Geiles Game. Ich glaube, das ist, also man kann jetzt sagen, klar, Tobi, wenn du dich konzentrierst, spielst du besser. Wenn wir ehrlich sind, liegt es einfach nur an der Elo-Brille. Ne? Bald bei mir Merch erhältlich. Gut. Hallo Magnetowurst.
Miau. Zack. Na, outround den Asi und trotzdem mehr CS. Das ist immer schön. So, wir haben auch direkt wieder Ultimate. Können jetzt wieder... Wir sollten vielleicht mal Asi töten jetzt wieder, weil... Also wir sollten... Ja, wir haben jetzt zwei Ziele. Also entweder Asi töten. Das Problem ist, wenn ich Asi töte, dann muss ich da wirklich super deep reingehen irgendwie. Also die Chance, dass ich dabei draufgehe, ist echt hoch. Und deswegen wäre es wahrscheinlich besser, einfach die Botlane zu töten, die eh die ganze Zeit overextended. Problem ist, da die mich jetzt gesehen haben, werden sie wahrscheinlich eh defensiv spielen. Vielleicht kommt aber hier jemand lang. Ja, vielleicht gehen wir aber auch einfach runter und holen die uns ab. Asi könnte aber auch unten sein. Ne, ist er nicht. Guten Tag. Einmal bitte die Elo-Karten. Elo-Sturm. Elo-Sturm. Stopp. Bleiben Sie bitte hier. Danke. Danke. Leider hat Pike... Ne, stopp mal. Kane meine... Ne, wer hat meine... Ja, Kane hat leider meine Botlane gekillt. Das ist natürlich etwas unglücklich, aber... Ich denke, wir können jetzt direkt den Turm hier wieder gehen. Jax sollte jetzt diesen Tower hier verteidigen. Ich sage, das ist kein guter Plan. Hallo Melli. Melli. So, wir pushen ihn noch einmal durch den Laden. Zack. The Laden durchgepusht. Da bin ich raus. Oh, er hat Ult, aber ich hab keine Ult. Deswegen würde ich... Ich meine, okay, er könnte. Jetzt müssen wir allerdings raus, weil... Ich meine, ich werde ihn sofort igniten, wenn er chasen würde. Dieses Instant Ignite ist einfach sehr, sehr gut dafür, um Leute zu scaren. Wenn sie sehen, sie sind ignited, dann spielen sie deutlich defensiver, weil sie merken, okay, scheiße, Alter, ich brenne. Na, ich könnte direkt wieder runtergehen. Ich habe gleich Ultimate, gleich allerdings erst. 5. Ich gehe da jetzt rein. Let's go. Das ist absolut okay. Das ist ebenfalls... Na, das ist schlecht. Ignite ist raus, Leute. Er brennt. Er brennt. Sag mal. Yasuo. Are you burning? Kappa? So, are you branding, hätte ich schreiben müssen. So, der Darkblade ist da. Jetzt kaufen wir uns noch Ninja Dabs, würde ich sagen. Ninja Dabs und ein Schwert dabei. Schön, 8-1. Ja, konzentriertes, schönes, nicht so ultra-throw-lastiges Spielen bisher. Problem ist, dass jetzt hier der Tower gleich fällt, aber der hält sogar noch. Nice. Wobei wir immer aufpassen müssen, ein Asia und ein Yasuo, die können im Late immer noch gewinnen. Ja, da sollte man... Wir dürfen nichts throwen, das ist wichtig, ne? Das machen viele Talon-Spieler und deswegen verlieren viele Talon-Spieler ihre Games auch, weil sie returtelt am Throwen sind. Das dürfen wir nicht tun. Wir dürfen nicht für irgendwelche Actions gehen, die entweder nicht worth sind. Ich meine, 0-3 Yasuo zu töten ist eigentlich nicht worth, weil er kein Gold gibt. Es ist aber dennoch irgendwie worth, weil er schnell tiltet. Und weil er... ja, weil er sonst CS und scaled, etc. Einen 1-5 Nami dafür zu sterben, sie zu killen, ist zum Beispiel nicht worth, weil sie ist halt ein Fisch. Mal gucken, ob hier noch Kane oder so ist. Der ist bestimmt Assassin, oder? Kacke. Ja gut, dann machen wir das so. Der hat Ult, geh weg. Da kommt eine Welle. Alter, schiebt man nicht so eine Welle hier. Weh! Wellenweh! Ja. Das Ding ist so, ist auch absolut insane. Wir gehen jetzt Toplane farmen. Ich bin low. In der Mitte zu fighten ist saugefährlich. Also eigentlich geht's noch, aber ich kann in der Zeit meine Präsenz nutzen und Toplane pushen, ne? Das predige ich ja euch ja auch sehr, sehr oft an, wenn ihr low seid. Die Gegner haben nur noch zwei Leute zur Verfügung. Die zwei Leute sind gerade in der Mitte beschäftigt mit meinem Team. Wir können jetzt diese Zeit sehr, sehr schön nutzen, Toplane-Druck zu machen und vielleicht sogar... Den Tower. Entweder wir pushen den Tower ein oder vielleicht verliert einer von den Toplane CS, ne? Selbst wenn nur CS verloren gehen, ist es sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Zack, ne? Ah, gut, Asi ist gerade hier, aber dadurch ist Asi immerhin nicht in der Mitte, ne? Was ein Vorteil ist. Denn dadurch ist hier wieder irgendjemand gekillt worden. Da liegt er. Was auch immer das ist. Pike. So, wir sind jetzt hier in der Mitte. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier noch ins... Eigentlich würde ich am liebsten Shop mal. Wir haben die Möglichkeit, hier rüber zu jagen. Für eine Nami sollten wir nicht sterben. Das ist sehr gefährlich. Wobei, das ist
easy eigentlich. Mit Nimbus bist du Ninja, da kannst du alles machen. Also, legit. Nimbus Ninja. Das ist halt einfach GG. Nimbus ist einfach GG. Ich würde es jedem empfehlen. Absolutely everybody. Everybody, everybody, everybody. So, jetzt gehen wir direkt wieder Botlane und drücken den ganzen Laden dann nochmal kurz rein. Denn die sind jetzt eh alle fokussiert in der Mitte. So können wir nochmal CS abholen und gleichzeitig... Ja, meint. Ja, wohl doch ein bisschen geht. Eventuell dafür sorgen, dass der Tower Damage kriegt und der Gegner CS verliert, ne? Der Pike ist in der Nähe, oder? War das nicht das Pike? Hier, ne? Also geht jetzt hier ein bisschen Damage drauf und eine Kanone weg. Schön. Der TP war ein bisschen gefährlich, aber let's go. So, Ninja Devs sind da. Jetzt kaufen wir noch Black Cleaver. Ich kaufe meistens das Ding zuerst am Black Cleaver irgendwie. Wobei wir das Ding verkaufen können. Dann haben wir das so. Find CDR meistens irgendwie geiler. Also ich kaufe das Schwert vom Hammer und dann die CDR. So in der Richtung. Aber das ist alles Geschmackssache natürlich, wie man es machen möchte. Nicht wahr? Den nehmen wir mit. Die sind halt sogar als Midlaner ohne CC richtig weich, die Dinger. Ich meine, es sind weiche Schalentiere. Die kann man auf jeden Fall mitnehmen. Pike macht da irgendeinen Stress. Wir können jetzt, wir nutzen die Zeit und pushen Botlane. Na, er macht da den Dragon, das ist absolut in Ordnung. Eigentlich sollte man denen bei sowas helfen. Ich hasse es, alleine den Dragon zu machen als Jungler, aber ich meine, er ist Jax. Der macht das schon. Zack. Na, jetzt mein Team macht hier Druck. Leider... Sieht das aus, als würden wir das ein bisschen verkacken. Das Gute ist jetzt, wir können jetzt in die Mitte, wir sind schnell. Und die Gegner verlieren jetzt, also, ja, okay, vielleicht geht hier noch was, weiß man nicht. Aber die Gegner verlieren auf jeden Fall auf der Botlane so ein bisschen. CS, Druck, Möglichkeiten, Mayonnaisen. Ich glaube, ich habe ein Problem. Ja, das war wirklich dumm. Das war wirklich dumm. Sowas darf nicht passieren, darf nicht. Ja, ich dachte, ich kann eben hingehen und den Tower kaputt hauen, aber dieser Kane ist halt broken. Also, diese Form, die ist wirklich stark, sau stark. Und ihr seht hier, Tower kriegt Damage, ne? Das ist immer an mehreren Lanes direkt Druck machen. Das ist sau geil. Und dadurch gewinnt man halt auch auf lange Sicht Damage an Türmen, ne? Hier kannst du den easy mitnehmen. Hier oben kommt dann nach und nach immer mal wieder Damage drauf. Und als Talon bist du in den meisten Fällen wirklich schnell genug dann da. Hier war es jetzt nicht der Fall. Aber... Also eigentlich bin ich ja echt scared von Yasuo und ich hasse es, gegen Yasuo zu spielen, aber aktuell ist Yasuo, glaube ich, echt free Elo. Also wenn der im Gegnerteam ist. Ich glaube, ich brauche echt kein Yasuo mehr bannen. So, weiß ich nicht. Aber einmal habe ich es nicht gebannt und dann hatte ich so ein 80% Winrate Ultra Yasuo Smurf im Gegnerteam. Das war nicht schön. Das war wirklich nicht schön. Ja, 1-8, 1-5, 1-4. Schön. Schön, schön, schön. So, nehmen wir den Laden mit. Hier warten wir, bis die Minions kommen. Vorher die W zu machen, macht gar keinen Sinn. Zack. Nimm den Laden ja mit. Na, 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 na. Zack. Und wir haben 100. Die meisten CS sogar. Mit by far. Okay, jetzt hat er ein bisschen mehr Unlucky. Nein, aber wir haben ganz gute CS, obwohl wir relativ aktiv auf der Map sind und sogar 10 Kills haben. Na, da sehe ich mich. Jetzt machen wir da ein bisschen Druck auf. Ach, scheiße. Das ist mir zu gefährlich. Da könnte ich machen, aber das ist mir wirklich zu gefährlich. Das ist ein Red Buff. Den nehmen wir uns. Ganz fix. Ich muss auch das rote Ding kaufen. Das habe ich jetzt vergessen zu machen. Ich hoffe, der stirbt doch nicht. Ich muss das eben kurz machen hier. Aber das ist halt auch saugefährlich einfach. Den hätte ich töten können, glaube ich. Aber auch zu gefährlich. Flashen wir mal lieber. Guys, focus please. Ne, das sind Sachen, auch ein ADK. Ich meine, er ist 2-7, Alter. Heilige Scheiße. Ich dachte, er wäre irgendwie OP oder so. Aber das sollte man nicht machen. Don't do that. So, wir gehen mal einen Fix Cleaver kaufen. Habt ihr das gesehen? Das Flying Ward. Flying freaking Ward. Hast du mal Trinity of Towns probiert? Trinity Town finde ich jetzt nicht so geil. Macht auch gar keinen. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, irgendjemand in irgendeinem Video habe ich das mal gesehen, dass er es empfohlen hat. Aber ich wüsste nicht, warum das Sinn machen sollte. Also, klar, du hast. Naja, CDR habe ich auch. Du hast. Keine Ahnung, was du hast. Nichts. Attack Speed. GG. Ja, so wird wahrscheinlich hart weiter pushen. Der ist wahrscheinlich in dem Mode, wo der sagt, ja. Obwohl, er geht echt back, aber ist jetzt die Frage, ich gehe lieber für die CS als statt für Yasuo. Obwohl,
wenn er schon hier ist. Ah, unglücklich. Ist aber nicht so schlimm, weil ihr seht, 40 Sekunden, das ist echt kein Thema. Ist nur schade, dass ich jetzt nicht bei meinem Team bin, die gerade nämlich thrown. Ah. Ich muss mehr zu meinem Team gehen, sonst die haben ohne mich keine Chance, die Boys. Ich habe jetzt keine Ult, deswegen brauche ich auch nicht hingehen. Ohne Ult kann ich eh nichts machen. So wenig, begrenzt. Wenig bis begrenzt. Yasuo kommt jetzt, den könnte ich direkt abfangen, eigentlich. Der müsste mich gesehen haben, 100 Mal, aber... Ich glaube, ich sollte das nicht machen, weil Yasuo ist irgendwie immer broken. Jetzt bin ich tot, nämlich, ja. Ich meine, okay, er macht echt gar keinen Schaden, holy shit, aber... Malphite ist da, der hat mir versucht zu helfen. Ich bin ein sozialer Mensch und deswegen werde ich das hier... Lass eine Lücke, lass mich rüber! Wenn das jetzt noch... Also, ich habe jetzt sau viel Gold, glaube ich, abgegeben, kann es sein? Steht hier nichts. Der stirbt noch, Alter. Wir müssen wirklich groupen. Ja, ich glaube, den kriegt sie noch. Ja, der ist RIP. Den wird sie nicht kriegen. Ich glaube, der hat auch noch Ult, oder? Ja, 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 sie hat aber noch Heal. Ey, die geben aber Gas hier. Oh! Oh mein Gott! Hätte sie das Q getroffen. Sie hätte sogar Nahkampf-Q nutzen können. Das hätte absolut gereicht. Let's. No Pike Problem. No Problem is Pike. Was heißt das? No Problem is Pike. Just go mid together now. Also, das ist vielleicht auch ein Fehler von mir, muss ich ehrlich sagen. Ich versuche immer zu splitten. Und mit Talon ist Splitten extrem gut. Das ist wirklich gut. Und es ist eigentlich kein Fehler. Man könnte locker für den Split gehen und rechtzeitig zum Team kommen. Aber es passiert halt sehr, sehr oft, vor allem mit Tiefer Elo, dass die Leute einfach 24-7 fighten. Vor allem, wenn sie nicht mal fett sind, ne? Ich bin hier die fette Person. Eigentlich, okay, Zoe ist auch dick, aber eigentlich könnten sie nicht mal wirklich zwingend fighten. Hier muss ich jetzt aber unbedingt hin. Das ist sonst vergeudetes Geld. Naja, und dadurch passiert es oft, dass ich dann nicht im Team bin. Im Team? Naja, aber das, da muss man wirklich aufpassen. Das heißt, wir drücken jetzt einen kleinen Slow-Push rein. Ungefähr. Das heißt, ja, wobei, wir können mal gucken. Wir können auch noch eine reindrücken, denke ich. Botlane. Na, das ist halt CS, die einfach am Turm weggehen. Ja, ich weiß, Jax hat das gerade geschrieben, GoBot, aber da war ich schon halb Top-Lane. So. So. Ja, Baron würde ich nicht machen. Lass mal lieber den Drake hier nehmen. Das ist ein freaking Inferno Drake, Leute. Es könnte sogar sein, dass die da dran sind, Alter. Na, ich komm mal. Exhaust abwarten. Und ihn töten. Und ihn mich töten. Ignite noch direkt drauf machen. Damit mein Team dann noch klarkommt. Also ich drop auch das Ignite, selbst wenn ich keinen Kill bekomme. Ob es auch mein Team hat einen Vorteil dadurch. Selbst wenn die Person, die ich ignite, nur... Noch 60% Leben hat oder so. Einfach draufhauen, dann kommt dein Team ein bisschen besser weg damit. Hier, Leute, holt mal den Infernal. Also, okay, drei sind tot. Naja, vielleicht können sie beides machen. Ich hatte nur Angst, dass jetzt gleich hier irgendeiner von denen da steht und den trotzdem macht. Aber die nicht gesehen, dass drei tot sind. Dachte nur, Kane wäre tot. Ist okay, ist gut. Ne, ist gut. So, wir kaufen jetzt GA. Ja, 13-4. Wir sind ja jetzt ein paar Mal gestorben, aber das Ding ist, eigentlich ist es ab und zu passiert das und das ist absolut okay, dass ich sterbe, aber mein Team dann die Kills macht. Das ist dann so ein Transition into Talon nicht mehr ganz so fett, dafür das Team mehr fett. Das ist eigentlich, finde ich, okay, weil Talon droppt im Late Game ziemlich hart. Bin natürlich auch sehr deep gegangen, um Ezreal irgendwie zu beschützen. Aber ja, das ist wirklich in Ordnung, weil Talon carried halt im Late Game meistens nicht ganz so geil. Auto-Attack Q, ganz wichtig. Dann seht ihr, explodieren die Gegner auch instant. Auto-Attack Q. Auto-Attack W, mach mal W. Auto-Attack, ja, okay, das war ein bisschen abgefallen. Die ist schneller gedacht, als ich gedacht. Die ist schneller gedacht, als ich gedacht habe. Dich hole ich mich! Ah, das war Tilt. Okay. Ja, ich dachte, die ist einfach ein fucking schneller Fisch, Alter. Kriegt ihr das, ohne zu sterben? Nice. Ich dachte, ich komme da locker hinterher. Aber das war nicht der Fall, denn sie ist ein Fisch und Fische sind schnell, anscheinend. Aber gut. Ich meine, wir haben halt einfach Zoe, Alter, die ist ja übel insane. Vielleicht sollte auch Zoe Supportman werden. Wobei Zoe echt nicht so einfach ist. So, Toplane-Farm ist da.
Botlane Farm ist da, so ein bisschen, wobei Botlane drückt rein. Na, jetzt hier auch drückt die Lane rein. Wir müssen also verteidigen gehen und in der Zeit muss, also könnten auch wirklich nur, wollte er nicht haben, ach so, wollte er echt, der hatte schon Red Buff. Ich denke, da kommt keiner mehr. Er schießt einfach von hier oben seine Qs runter. Kann man machen. Ja, das passt. Wir haben Geld. Eigentlich sollte, ich lasse Malphite das Gold, denn ich bin fast Fullbild. Mir fehlt nicht mehr viel. Und das wäre verschwendetes Geld. Also, ne, weil ich es halt einfach nicht nutzen kann. Besser wäre wahrscheinlich gewesen, wenn Ezreal... Fische sind glitschig, ja. Besser wäre wahrscheinlich gewesen, wenn Ezreal es genommen hätte, weil der Typ hat halt gar nichts. Der ist 2,98. Aber er tiltet nicht, das finde ich gut. Na, meistens sind die AD-Carries die, die am Tilten sind. Das ist top. Guten Tag. Ja, jetzt wäre das Klügste, Toplane und Botlane Tower zu holen. Man könnte jetzt sagen, 4 gehen nach oben, einer nach unten. Würde ich gerne übernehmen, aber ich glaube, das Beste ist, wenn wir wirklich alle zusammenlaufen. Gerade wegen dem Hampelmann hier. Der ist, glaube ich, mad, das sieht man schon so ein bisschen. Kurz raus hier aus dem Laden. Ist ein bisschen deep doch, tatsächlich. Flash. Ja, das ist okay. Die Kanone schießt. Schießen Sie Kanone, los, Feuer! Feuer, Feuer, Feuer! Ah. Zack. Der hat keine Ult mehr, da bin ich drin, da bin ich dabei. Ich bin dabei, du bist spätestens, wenn mein Jumus einsetzt, dann habe ich den Boy. Ich bin ein Ninja aus Ninja... Ein Ninja aus Ninja Town! So nicht. Aus Ninja Gakure. Please report Kane, he has been toxic. Das hat man gerade gesehen, dass er toxic war. Das war einfach ein Tilt-Engage. Ein 100%iger Tilt-Engage. Na, ja, aber schön. Schön, schön, schön. Zack. 16, 4, 11. Na, ist ein tolles Satz. Ein bisschen gesrowt im Midgame. Dafür hat man aber trotzdem immer noch irgendwas bekommen. Ich bin, glaube ich, bin ich komplett sinnlos gestorben. Das kann sein. Aber sonst war es, glaube ich, okay. Ja, na, schöne Runde. Wenn wir das so weitermachen, kann man damit leben. Guck mal, was wir an LP bekommen. Man könnte ihn jetzt reporten. Man könnte ihn honoren für No Tilt, aber wir honoren auf jeden Fall die Zoe, denke ich mal. Plus 21, 23, ist absolut okay. Ne? Schön, 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 schön.